Ah, Safety first, hä? Arminias hat keine Schuhe an, deswegen. Ja, achso, weil immer das Plitsch-Platsch von meinen nackten Füßen. Machen wir jetzt aber welche. Toll. Kein Fall mehr und jetzt bin ich hunted. Gay. Wo klopft es? Rechts hier an der Wand. Das sind die Hausierer. Das ist auch schön hier. Sieht auch gut aus hier. Ja, das ist GZ. Nee, ich hab was gecraft. Achso, doch, ich bin Level 7, ja, hast recht. Craften geht ja auch ein Level hoch, ne? Kann ich noch. Ja, alles Mögliche, oder? Hamba, Gloves hab ich noch nicht. Bin hunted. Leather. Ich bin hunted. Hat, Armor. Chest, Hat, Leather, Leg Armor. Hä, gab's nicht mal Leather Gloves, ich wusste doch. So. Da war doch irgendwo noch ein. Cool. Haben wir nicht irgendwo noch einen Kochtopf gehabt? Haben wir nichts mehr zum Brennen? Keine Couch mehr? Doch, da hinten. Da ist der Crossbow. Doch, hier oben. Da ist noch Couch. Weil. Achso, du hast noch nachgelegt? Ich habe meinen Bogen reingelegt. Brauchen wir nicht mehr. Nee, meinen Bogen brauche ich nicht. Ich habe jetzt Crossbow. Ich bin so fett geworden, ich komme hier nicht rein. Internet hat sich verabschiedet. Jetzt? Das ist aber schön. Was, Internet hat sich verabschiedet bei dir? Nee, schreibt einer. Welche Stufe bin ich? Ich bin Level 7 gerade. Ah. Gut, dass keiner drauf gestanden hat. 1,26. Ich muss noch fett werden. Waren wir noch im Kochtopf? Ja, oben ist fett, aber Kochtopf machen wir keine. 49 Fett, weißt du was, dann mache ich unseren Kochtopf. Wir sind ja heute großzügig, oder? Wo ist er? Cooking Pot. Habe ich gleich. Ach, jetzt sehe ich doch wieder nichts hier rum, bis es richtig kommt. Ja, da war es gerade. So. Wieder vorbei. Das geht mir ein bisschen auf den Pi. Jetzt ja. Fuck. So, gleich haben wir noch einen Cooking-Pot. So. Werde ich das Fett nämlich noch einschmelzen. Acht Minuten. 28. Wir sind noch gleich durch hier. Nein, es langt nicht ganz. Okay, irgendwas anderes muss ich noch nachlegen. 8, so. Guck. Ich finde, dass dieses Kochen sieht man sehr schwierig. Sehr schwierig. So, jetzt kocht er auf jeden Fall durch. Ich muss dringend was trinken. Wir haben auch kein Wasser mehr. Haben wir kein normales Wasser mehr? Doch. Trink doch Tee, ist doch egal. Bottled Water, nein. Ich würde wegen dem Tee, wegen den Pflanzen. Ja, ich habe noch 5 Wasser, warte. Ne. Shit. Hier. Nein. Achso. Ja. Nein. 45. 20 Minuten. Was dann? Ich verfeuere jetzt mal unser Holz. Ich hab noch eine Couch hier. Wir haben fast. Ich hab 9 Couchteile. Topsen LP. Willkommen bei den Synapsen. Schön, dass du dabei bist, mein Lieber. Bobson, subscribe 4 months in a row. Wow. Immer noch dabei bist, nennen wir es mal eher so. So, wo hast du eine Couch? Gib mir die Couch. Gib mir die Couch. Kannst du einen kompletten Stack rausziehen? Okay. Ja. Aber so mache ich es spannender für euch alle. Viel mehr Spaß. Ja. 26 Minuten. Oh, warte mal, da kommen wir. 21. Guck mal, kocht er denn noch? Kocht er noch? Hast du auch mal einen Tee fertig? Er kocht noch. Ja, ich hab hier, warte, hier. Jetzt kriegst du einen halben Stack von mir. Nice. Ah, weißt du, Nightbot, sonst funktioniert er nie. Und heute geht er endlich mal zuverlässig. Ich bin das nicht gewohnt.
Ja, das ist schwieriger. Das hier oben eigentlich. Was war denn das? Wo dann? Brauchst du einen Knüppel? Nee. Hab ich schon. Einen blauen? Ja, ich hab einen blauen. Minjas? Blauen Knüppel? Ich hab noch einen grünen. Ich glaube, grün ist was? Grün ist fein. Ja, und dann blau ist. Great. Great. Also, great. Also besser. Ja, nimm den mal. Danke, Onkel. Dann mach ich den anderen klein, oder? Den grünen. Also ich brauche ihn nicht, ne? Ja, dann mach ich ihn zu Scrap Iron. Du trinkst gerade ein Monster? Das ist gut. Das klingt, als hätten wir da draußen Besuch. Draußen haben wir Monster, ja. Potassium brauche ich hier oben rein. Hier oben ist ja auch noch Scrap Iron drin. Ja, ich habe reingelegt. Ah, wunderbar. Warte mal, dann werde ich das gleich mal reinmachen. Aber erstmal werde ich das umwandeln. Reparieren wir meine Klamotten. Scrap Iron. So, 8-mal. Wir haben auch noch eine Couch, sehr gut. Vier Minuten. Wie lange brennt so eine Couch? 5 Minuten, perfekt. Also Eisen haben wir echt gut. Wir sollten uns auch so einen Spike Club eventuell machen. Ich glaube, der ist nämlich... Ich weiß nicht, welches Level habt ihr denn im Durchschnitt schon? Ich hab 8. Ich bin 7. Ich glaube, ab 11 lohnt sich das erst. Also da geht's dann wirklich los. Was dann? Was lohnt sich dann? Habt ihr noch Pfeile für einen Crossbow? Wieso komm ich dann als nicht raus hier? Das gibt's doch nicht. Du musst ein bisschen spielen, bitte? Ja. 11, ich hab 58. Oh. Ja, Minjax geht dann hier auf den Balkon, wenn 58. Pfeil das hier draußen, Achtung. Ja, ich gehe raus. Nur jetzt kann ich. Komme. Jetzt sind sie langsam, ne? Ja. Ja. Wann versuchen wir uns an der Höhle? Ich würde sagen, ja, jetzt, suchen, ne? Suchen wir jetzt. Genau, jetzt ist der Tag der Tage. Jawohl. Oh. Oh, der rennt da hoch an der Seite. Ja, ja. Aber wir haben eine natürliche Kante an dem Haus, ne? Hammer. Hat er. Wer ist Schröber? Schröber ist ein Kollege vom Jack Fleischhammer. Velcry ist ja da. Guten Tag, Herr Velcry. Moin, moin. Na, moin. Long time no here. So, Höhle? Wo? Komm, lass uns in die Höhle gehen. Hat jemand Fackeln mit? Nee, genau. Da oben ist das Fett. Lass mich das erstmal machen. Ich hole jetzt noch ein bisschen Dings und dann suchen wir uns eine Höhle. Wo ist Schröbi? Der Mario. Der mit Familie und so weiter. Oder ist der auch hier? Ach, schön. Velcry Hype, genau. Moin. Moin. Na, Sie? Na, Jungs. Ja. Ach ey, ich hatte dich heute Nachmittag schon mal aufgesucht. Ich dachte, ich guck mal ins TS, ob du da bist. Ich habe gesehen, okay, Stream. Und dann dachte ich mir, mach ich mal an und guck mal ein bisschen zu. wollte jetzt, was heißt nicht nerven, aber ich spiele, ich habe heute 8 Folgen Seven Days aufgenommen. Jemand hat da schon geschrieben, spiel auch mit. Ich sagte, ich habe Freitag 6, heute 8 aufgenommen. Das wäre jetzt kein Relax. Das stimmt, aber du bist herzlich eingeladen mitzuspielen. Ja, das weiß ich. Nee, aber heute nicht mehr. Heute nicht mehr. 8 Folgen, ja gut, da ist man dann, das kenne ich. Ja, nachdem ich einen Tag durch die Gegend geirrt bin und auf die Horde gewartet habe und mich im Takt geirrt habe, dachte ich, jetzt muss ich weiter cool. Auf. Ja, scheiße. Dann musste ich ja noch einen Tag warten dann. Okay. Ich mache jetzt gleich Kerzen. Kerzen, ja. Oder Fackeln? Nee, Kerzen. Okay. Liebe Grüße an Erstmal Bell von Blender und Ermon, ganz kurz. Ah, dankeschön. Gruß zurück. So, ich hole jetzt noch ein bisschen Gras, damit sich das lohnt. Ihr könnt ja schon mal auf der Map gucken, ob ihr irgendwie eine Höhle seht. Ja. Ist das was? Juhu, hier? Ich bin ein Rasenmäher. Wir können mal ein paar Wooden Frames machen. Wenn man in die Höhle gehen, sollte man die mitnehmen. Ja. Yep.
besser wäre das. Da kommt man nicht mehr raus. Ja. Und die Fackeln leuchten definitiv besser wie die Kerzen. Ja, die Fackeln ziehen halt an den Frames ohne Ende. Ja gut, aber das ist mir eigentlich Schnuppe, ganz ehrlich. Ob ich dann mit 22 oder 20 Frames rumlaufe, Hauptsache ich sehe was in der Höhle, ganz ehrlich. Das stimmt, ja. So. Wir müssen einen Minenhelm haben. Ja. Schade, dass man so ein Ding nicht craften kann. Also du meinst eher Fackeln oder was herstellen? Außer auf jeden Fall. Und so ein, wie heißt das? Footballspieler, ne? Helm. Und dann so dafür. Genau, du müsst mit gibt's Klebeband? Gibt's nicht, ne? Du müsst in der Verbindung mit Footballhelm und müsstest dass sie dir praktisch einen eigenen Mining-Helm basteln können, das wäre doch cool. Bei dem Minibug soll man dann ja die auch so Sachen ranbalpen können, also Armor und wahrscheinlich auch eine Lampe und so weiter. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Wann die kommen soll, hast du auch nicht gehört, ne? Oder? Sie haben ja sehr viel von Testing gesprochen, also dass sie da am Ausprobieren sind. Also sind sie ja anscheinend so von den Grundlagen schon mal relativ weit. So habe ich es zumindest verstanden. Aber ich nehme es jetzt gern. Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ihr zu oben. Alpha 12 ist da oder so, wobei, da kann ich nicht dran glauben, dass das so schnell passiert. Ja, Profi-Tipp, wir sollten uns Splits mitnehmen. Ich hab 4. Ich hab einen. Ich hab jetzt keinen. Nee, ich weiß nicht, wann das kommt, keine Ahnung. Also, so wirklich, womit ich mitbekommen, hat man ja nichts, ne? Aber er hat ja was von massiven Testen geschrieben, der Herr Maul. Solange die testen und nicht wir, ist alles in Ordnung. Ja, solange es nicht wieder so lange dauert wie bis zur Alpha 11, ne? Papa Machi ist heier machen. Dann schlaf mal gut, Papa Machi. Bruder Nick übrigens. Sag sowas nicht. Ein Fahrrad, ja genau, das sage ich schon die ganze Zeit. Man müsste eigentlich ein Fahrrad machen können. Das wäre doch viel sinnvoller als ein Minibike. Oder Rollschuhe. Nein, keine Rollschuhe. Oh, Rollschuhe, genau. So mit Inline. Rollschuhen vor Zombies weglaufen. Ja, genau. Das, Bruder, ja. Das hebt warte auf jeden kurz, Fall ich muss meine Rolle nachcraften. Ich hab kein Öl mehr. Ja, genau. Dann quietscht. Genau, und dann lockst du noch mehr Zombies an, weil du so laut bist. Jetzt wird's albern. So, ich mach grad Fackeln. Und wie immer das Inventar zu, es ist zum Heulen. Wir gehen gleich in die Höhle, keine Angst. Habt ihr da schon eine gefunden? Nee, noch nicht. Ein Rollstuhl für Minias wegen Beinbruch. Haha, toll. Ja, heute bin ich der Beinbrecher. Ich hab mir jemals Bein gebrochen. Jemals. Mach dir noch was aus Beton. Oh. Hab gedacht, ich finde noch so einen Mining-Helm oder sowas. Wann kommen die Folgen mit Beam, die Bonebreaking Bros? Also normalerweise immer Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, aber wir haben halt nicht mehr weiter aufnehmen können und von daher wird es erst wahrscheinlich am Mittwoch was geben. Gehe ich davon aus. Genau, muss Beton schreiben. Werde ich nie vergessen. Beton. So, ich habe 43 Fackeln, das wird doch wohl reichen, oder? Für die erste Zeit, ja. Packe ich mal restliche Gras und Tello hier oben rein. Jetzt habe ich schon gerade einen Schock gekriegt, dass sie weg wären. Ich muss mal irgendwie Shit da lassen. Mal irgendwo Büchsen. Hier rein. Oh Gott, was ein Gelaufe hier. Wir bräuchten hier unten mal irgendwie keine Ahnung. Das ist ja Woodframe. Ich bräuchte unten mal irgendwie keine Ahnung. Ja, das Reinkommen ist ein bisschen schwierig hier mit dem. Huch. Sagen wir, hat noch irgendwo mal Schwarzpulver? Ja. Ist noch da. Ach, da oben, da ist es. Es ist so dunkel, es tarnt sich. Ja. Was hast du vor? Nee, gar nichts. Ich wollte es nur aussortieren. Golden Flower. Wie sieht's eigentlich aus mit Tee? Ah ja, 21 Tee haben wir schon.
Also ich habe 6 Tee dabei. Ist gut. Was zu essen und trinken sollte ich auch mal mitnehmen, glaube ich. Aber ich muss sagen, ich habe ja extra für diesen Livestream jetzt hier den Server resettet, also beziehungsweise die Map neu generieren. Ich komme hier nicht raus. Generieren lassen. Und man läuft wesentlich besser als die alten. Elia Halli, mach's gut. Schlaf gut. Ich weiß, wo eine Höhle ist. Dann lass uns jetzt da hinlaufen, oder? Das ist zwar ein Stückchen weiter weg, aber ich weiß zumindest, dass da eine Höhle ist. Machen wir das? Ja, ich komme gleich runter. Track mich mal und dann laufe ich schon mal in die Richtung. Da. Und Valkyrie, auch Witcher, willst du das spielen? The Witcher? Ja, habe ich mir eigentlich fest vorgenommen. Ja. Ich habe auf Steam gesehen, dass. Hast du es auf Steam geholt oder. Ja, müsstest du eigentlich, ne? Ja. Oder? Über Steam oder über. Ja. Steam. Direkt da oder kannst du mir eine günstige Key-Seite empfehlen? Bei Kinguin gibt es gerade für 29 Euro. Also, das ist dann aber kein Steam, sondern es ist dann. Über Good Old Games. GOG. Ja, ja, da steht, ja steht irgendwas mit. Nee, ich hab's nur nicht verstanden. Da stand irgendwas mit, spielbar ab 19. ist ja klar. Und den Voucher müsste man bis 30. einlösen. Ich dachte mir, keine Ahnung, was also, das genau zu bedeuten hat. Aber sollte ja nicht zuverlässig da sein. Das ist, also diese, die sind ja von Grafikkartenherstellern in der Regel. Und, Das dürfte auch danach noch gehen, weil du kriegst ja überall, wenn du jetzt eine GeForce kaufst, kriegst du ja überall angeboten hier. Das weiß ich. Ja, bei einer anderen Seite habe ich auch gesehen, dass man die über GeForce aktivieren muss. Und da dachte ich mir, nee, komm, auf die 2 Euro sollst du nicht ankommen. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob das im Sinne des Erfinders ist. Nee, du gehst auf Nvidia. Du gehst auf die Nvidia-Seite und da machst du den Account. Und dann kannst aber eigentlich sind die Keys von Nvidia ja da, wenn du dir eine 970er oder 80er kaufst. Nee, ja, oder, 60, oder eine 60er. Egal. Also die haben noch Batman ja mit draufgepackt für die 70er und 80er jetzt. Ne? Ja. Aber das geht problemlos, habe ich schon oft gemacht. Es wäre wichtig, hast du eine Nail-Mold an Valkyrie? Eine Nail-Mold. Ich habe, nachdem man mich mehrere Male bekniet hat, ich sollte mir eine herstellen, habe ich jetzt eine gemacht, aber noch nicht genutzt. Okay. Frage beantwortet. Der Rest wird nicht gespoilert. Warum trage ich eigentlich diesen Heuball mit mir rum? Es scheint wichtig, ein wichtiges Inventarstück zu sein, sonst wäre es nicht in mein Inventar gekommen. Anti-Beinbrech-Dings, genau. Ja. Was ich nicht habe, ist Tee oder so ein Kram. Scheiße. Ja, bei Witcher wird es halt nur kompliziert. Ich werde es nur streamen, weil fürs Let's Play. Die haben ja über 6 Stunden Motion Capture für die Sexszenen drin und die darfst du auf YouTube definitiv nicht zeigen. Ja, ist halt Deutschland, ne? Ist halt USA, meine ich. Und deswegen werde ich es nicht Let's Playen direkt, sondern ich werde streamen und dann die Parts, wo halt kein Sex drin vorkommt, auch auf YouTube hochladen. Ihr wisst, dass der Weg der richtige ist hier, ja? Wo ihr langlauft? Ja, zumindest habe ich hier eine Höhle entdeckt gehabt, außer ich bin jetzt zu hoch. Was besucht da hinter dir? Folge einfach mal den Zombies. Entschuldigung, was sagtest du eben zu den freizügigen 16. Teilen? Die genau. Kannst du ab 18 deklarieren, dann, ne? Das geht auch, das müsste doch reichen. Nein, 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 nein. Keine Nippel auf YouTube, sonst schlecht. Aber man kann es verpixeln. Ja, yeah, das ist klar. Du kannst verpixeln. Das ist halt ein bisschen aufwendig. Ne? Also man kann dann, legt man eine Grafik rüber über die Nippel, einen Penis oder sowas und dann geht's doch, ne? Ja, genau. Nee, du kannst, also der einfachste Weg ist natürlich, um dir am wenigsten Arbeit zu machen, weil es müsste ja mit einem Tracker arbeiten, weißt du, wo du dieses praktisch markierst, dass er dem folgt. Der einfachste Weg wäre einfach, das Bild zu blurren in dem Moment. Oder es hat jemand da geschrieben, es würde gar nicht dazu kommen, was? Der Witcher soll nicht so viel reinbumsen. Also ich weiß nur, dass bei Witcher angeblich, wenn du halt diese Freudenhäuser da umgehst und so ein Kram, dann ist es gar nicht mal, dann passiert gar nicht so viel. So, jetzt sind wir gleich da bei der Höhle. Also dann
kommt es gar nicht dazu in wirklich, also nicht wirklich. Ja, okay, gucken wir mal. Oh oh, das ist aber ein großes Loch. So, warte mal, ich teile mal die Fackeln auf, damit jeder was sieht. Omega? Ja, warte mal, bis ich da bin. Ja, natürlich. Ja, das ist halt, das macht's halt, ich finde das schon wieder ätzend, weißt du, dass man auf sowas achten muss. Weil das ist ja wie so ein Softporno aufgebaut, du siehst ja gar nichts, siehst ja keine Geschlechtsteile und nix. Ja, also von daher ist das eigentlich total harmlos und, naja. Amerikanische Seite, ne? Amerika, ne? Nippel, schwierig, ne? So. Total ätzend. Aber mit einer Knarre durch die Gegend laufen ist in Ordnung. Ja, das geht. Ja. Ist ja legitim, ne? Dann so ein bisschen ballern und so. So. Ich geb Bier. Apropos, ich geb Bier. Herr Omega. So. Warte mal. Ja. Zack. Zack. Ein leckeres Zack. Bierchens. Lecker, so, hier. Lecker. 14 Fackeln. Der erste bitte aufnehmen. Oder? Greif zu. Und der nächste bitte aufnehmen. Und ab dafür. Ja, warte, ich mach nur kurz Pfeile, weil wenn hier so ein Feral-Gedöns da kommt, dann da brauchst du ein paar Pfeile. Ich guck mal, ob einer drin ist. Guck mal. Ich hab jetzt schon 108 und das sind nochmal in der Mache. Ja, jo, Alter, du musst zensieren auf jeden Fall, wenn du es Let's Playen willst. Also, Brüste zu zeigen ist ganz schwierig auf YouTube. Ich habe mich da extra schlau gemacht, ob das dann wirklich so wäre und auf jeden Fall. Also das Netzwerk, du bist doch jetzt bei uns im Netzwerk, Jolle. Also muss ich auch dran halten. Ja, hätte sagen können, dass wir da so ein bisschen nee. Schutz genießen, aber. Nee, die. Leider nicht. Ach komm, ich geh jetzt runter. Packel ja, in die Hand. Theoretisch, wenn du das ab 18 deklarierst, dann dürften das ja Leute, die. Wenn du es auf YouTube ab 18 haben, deklarierst, ja. Darfst du nicht monetarisieren oder kannst nicht mehr monetarisieren. Nur so als Hinweis. Ach, echt nicht? Mhm. Aha. Warum das denn? Ich brech mir garantiert okay. Was, Minus. Du bist Vorwurf, dann du probierst es aus. Es geht. Hier kommt schon der erste Hinweis, wenn ein Feral-Zombie kommt, helfen die Pfeile nicht viel. Nee, da brauchst du mal, da brauchen wir schon richtige Waffen. Ich habe auch noch was dabei, falls einer kommt. Oh, ist hier hell. Ich hab allerdings nicht so viel, Munition. Dann wollen wir erstmal den Rückweg sichern, falls hier Panik ausbricht, ne? Ja. Das wird es. Können wir machen. Ja. Dann würde ich da oben mal die Kante wegschlagen und eine Leiter hinbauen, wobei Leiter habe ich schlechte Erfahrungen mit. Nee, du, mach, lass uns das mit den Frames vielleicht. Ah, das ist ja, das ist hoch, genau. Shit. Ja, dann machen wir halt wie so eine Stufe mit den Frames, oder? Ja, ich habe ja auch ein paar. Ja, deswegen, also ich habe, ganz ehrlich, mir ist bei Witcher dann, ist, erstmal ist es, werden es ja 100 andere Leute spielen, ja, neben mir, wahrscheinlich schon einen Tag früher als ich und so weiter. Und, mein Ding war dann, ich habe gesagt, komm her, ich mache das nicht als Let's Play, sondern ich werde halt den Livestream machen und die Teile dann wie eine Mission oder sowas dann hochladen. Hier geht's alle rum. Wer guckt schon bei Hirnschutz Witcher, wenn er, keine Ahnung, vorher die Hälfte der Story bei, keine Ahnung, Kronk oder Pietsmeet mitbekommen hat? Weil sie dich vielleicht lieber gucken. Könnte ja sein. Gut, ja, gut, das klar, okay, das könnte sein. Nee, ja, das wird nichts, Bruder. Wir müssen nochmal woanders hinsetzen. Ja. Also dieselbe Frage habe ich mir auch schon gestellt, insofern. Deswegen, also das ich will es halt selber spielen, was mich interessiert. Ich finde es halt irgendwie ein cooles, also weißt du, so ein Setting und so weiter. Ja. Warte mal, wo dann langt das nicht so, wenn wir es so machen? Dann habe ich nämlich auch erst überlegt. Guck mal nach. So? Guck mal nach. Guck, probier du mal aus, brech du dir das erste? Nein, rank nicht. Geht nicht. Wir müssen. Doch, warte mal. Ich bin fertig. Genau. Nee. Und dann eins. Sieht gut aus. Bald. So. Irgendwann mal. Hey, das sieht super. Nee, so geht's nicht. Bauen wir uns ein Haus. So. Nein. Oh, wie fällt man durch? Okay, er hat's fast geschafft. Du hast weggenommen. Nein, hab ich nicht. Natürlich hast du den weggenommen. Ich hab immer noch 4. Assi. Ich hab wirklich keinen weggenommen. Natürlich hast du weggenommen. Das war ein tätlicher Angriff. Gott. So. In gute alte Mario-Manie kommst du hier hoch, ja. Jetzt ist noch eine Fackel, damit wir das auch wiederfinden. Oh. Ja, und in Stresssituation will man das auch schaffen. Ja, ich leuchte mal den Gang aus. Sicherheitshalber. So. Besser. Jetzt.
Hier ist auf jeden Fall Material für uns. Ja, dann sollte man das abbauen und mitnehmen. Okay. Gang ist ausgeleuchtet bis oben. Oh ja. Ja, ja, genau. Ich habe schon gerade geschrieben, dass ich hier an die Decke gehe, wie bei Bonebreaking Bros. Da habe ich auf einer Leiter gestanden und wurde auf einmal an die Decke katapultiert. Der Stefan lacht sich gerade schlapp. Ich bin extra weggegangen von den Jungs, damit ich nicht aus Versehen E drück, wenn die da irgendwo stehen auf einer Leiter. Das habe ich nämlich auch schon geschafft. Ich habe übrigens nur noch 6 Fackeln, ja? Boah, ist das tief hier. Wenn du hier runterspringst, kommst du auch nicht mehr raus. Da oben hier ist Material. Leckt mich am Arsch, ist das voll. Haben wir hier drinne. Und da oben ist auch Gravel, das können wir wegschlagen. Lead. Oder? Ja. Hier mit, oder? Ja, aber ich setze einen Fackel an. Ist schon mal Lead hier. Gut, so, das läuft. Aber wir müssen mal den Gravel hier abbauen. Ich habe eine Schaufel dabei. Sagst du Bescheid, bevor du was abbaust? Ja, wo dann? Wo du jetzt stehst, werde ich jetzt mal anfangen. Wo du jetzt stehst. Der gute Gravel. Ja, ich werde ihn aufsammeln, damit wir uns Stahlbeton machen können. Schon außer Puste. Heide Witzka. Nicht, dass so ein Suizidkommando wird hier. So, ich brauche jetzt erstmal wieder Ausdauer. Kann ich den noch wegschlagen, ohne dass ich die Hütte einbreche? Dann lass mich aber weggehen, wenn du hier rumklopfst. Hat einer Schiss? Nö, ich hab nur keinen Bock, wenn wo dann da. Was machst du? Nee, das ist Gravel. Das ist nicht Gravel. Du lügst doch. Hier, Iron Ball. Dann war da. So, ich hab eine Fackel gesetzt. Okay, ach, da hinten. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, du lügst mich schon wieder an. Klaue ich da mal den Rückweg. Oh, und ich habe im Let's Play, deswegen haben sie das in den Kommentaren geschrieben, die ganze Zeit Gravel mit der Spitzhacke abgebaut, weil man halt den Sound hat von Stein. Ehrlich? Mhm. Ja, das ist präoptimal. Ja. So, da oben ist Eisen. Und wie kommen wir da hin? Wo ist Eisen? Ganz oben an der Decke. Ist das Eisen? Da oben. Da würde ich mir Kohle. So, da kannst du ein Türmchen bauen. Soll ich mir mal ein Türmchen da hochbauen? Das ist aber ein ganz schön hohes Türmchen. Ja, vor allen Dingen, dann stützt hier das Glühwürmchen ab. Wie viel Wooden habe ich hier? 12, das reicht glaube ich nicht bis da hoch. Ne, ich kann dir auch noch welche geben. Aber du hast doch da oben auch was. Gleich links von dir. Ja, ja. Komm mal. Komm mal von Minjas hier oben. Das ist doch Zeug hier, hast du doch. Ich leg das noch ein bisschen frei, dachte ich. So, ich verabschiede mich wieder. Ich muss hier genau mit. Geht schon wieder? Ja, wenn man. Ich bin gerne hier, aber ich gucke auch zu, aber ich kann mich gerade ja gar nicht irgendwie aktiv beteiligen. Ich weiß, ich könnte damit rein, aber ich habe heute zu viel Seven Days gespielt. Und keinen Bock mehr. Du musst wieder arbeiten, das ist aber also schade. Und was? Dann vielleicht können wir beim nächsten Mal. Ja, das denke ich. Also ich weiß nicht, doddel hier noch ein bisschen rum oder gucke irgendwas anderes oder ich muss mal gucken, was wir machen. Keine Ahnung. Vielleicht nehme ich mich auch einfach zurück und gebe euch noch ein bisschen zu. Macht es. Alles klar. Dann. Gute Nacht, Stream. Nee, aber ich gucke morgen mal ins TS. Ich habe da irgendwie nochmal ein, zwei Fragen. Aber alles klar, gern. Ich mische ja da, je nachdem wie das Wetter ist. Ja, also morgen muss Prison Architect aufnehmen, was ich muss, ich will. Und ich habe heute nichts gearbeitet, oder also nichts aufgenommen. Ich stelle mich jetzt hier oben hin. Aber ich guck einfach mal. Ja, man fragt gerade, ob sie denn die noch kommt. Nee, die klappt ja keinen Bock. Sie hatte eben schon keinen Lust. Hat das so ein bisschen gemunkelt, sie hätten wieder im Hintergrund gehört, ob sie dann noch kommen würde. Nee, die war im Kino wieder und sie hat aber schon eben gesagt, sie hat keinen Bock. Glaube ich nicht. Nee, leider nicht, heute glaube ich nicht. Okay.
gut. Dann für euch gute Nacht und gute Nacht, Chat. Ja, schönen Abend. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, ich werde mal eine kurze Pause einlegen. Stündchen, ne? Guck euch, ich werde hier die Kamera auf die Jungs richten und ja, bis gleich. Sieht ein bisschen schwierig aus. Was denn? Angst, dir den Block hier wegzunehmen, ohne dass dir was auf den Kopf fällt. Ja, dann lass ihn dran. Gerade mal ein bisschen Erholung brauche ich hier. Ein bisschen Ausdauer. Kaffee haben wir leider keinen mit, gell? Nee. Aber Tee. Guck gerade auf die Uhr. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Auf jeden Fall kommt hier ordentlich Material raus. Schon wieder Verschnaufpause. Ja. Kann ich den noch nehmen? Kann ich ihn hier noch nehmen? Kannst alles nehmen, was da ist, ja? Solange du nicht Gravel von oben abbaust oder so. Erstmal reparieren. Und weiter. Schöne Erzader hier auf jeden Fall. Das ist die Gier nach Loot, wenn einem eine Höhle auf dem Kopf zusammenbricht. Ist das hier Kohle? Nee. Dachte. Wie viel Eisen? Lasten? Ich habe schon ein Stack voll jetzt. Geil. Welche Farbe hat denn deine Spitzhacke? Ganz normal, ich muss die mir brauchen. Okay. Muss ich auch wieder reparieren. Ich habe eine grüne. Kannst echt zugucken. Wenn du noch Metal Stripes brauchst oder so, sag Bescheid. Ich habe noch genug. Absolut, absolut. Kohle brauchen wir, ganz wichtig. Ging ja noch ein Weg irgendwo rein.